Aber meine Mutter war nicht glücklich mit diesem polnischen Mann. Von Anfang an, die hat Abstand gehalten. Mein Bruder war ihr Liebling. Ich war dieses zweite Kind, das eigentlich gestört hat. So ein Gefühl hatte ich. Wie war denn das Zusammentreffen nach so vielen Jahren dann mit ihrer Mutter in Deutschland? Sehr kühl. Die erste Begrüßung war, wir sind nachts angekommen und einen anderen Tag, die katholische Mission hatte uns hier in Katernberg, in Schönebeck war das, eine kleine Wohnung besorgt, auch mit gebrauchten Möbeln, war ja egal. Auch uns Wintersachen, wir kamen im Januar, in Israel war ja immer heiß, Wintersachen sofort für die Kinder und für mich, also rührend, wirklich. Und die Mutter kam und hat mich begrüßt und das Erste, was sie gesagt hat, ja, Edith, gab es denn da keinen deutschen Mann, den du heiraten konntest? Und da war ich sehr geschockt. Ja. Hat das Ihr Verhältnis noch mehr abgekühlt? Es war nicht sehr herzlich. Aber ich habe mich trotzdem um sie gekümmert. Sie hat hier gewohnt, nicht weit. Auch mein Bruder mit Familie habe ich auch keinen Kontakt mehr. Ich war ja nur die Halbschwester. Der mochte mich irgendwie auch nicht. Ich weiß nicht warum. Und meine Mutter, tja, die hat, wenn ich gesagt habe, ganz ehrlich, das tut weh, aber wenn ich gesagt habe, kannst du nicht mal auf die Kinder aufpassen, der Henry ist in der Klinik und ich muss erledigen zur Krankenkasse. Nö, sagt sie, mit Kindern habe ich nichts am Hut, da gehe ich lieber zu Frau Müller oder wo da, Flurputzen habe ich mehr von. Die hat sich nie gekümmert, aber ich habe mich nachher gekümmert. Die wurde krank, hatte offene Beine, kam ins Altersheim, mein Bruder. Der hat nur die Rente verbraten von ihr, aber sonst. Und dann habe ich mich gekümmert. Die war bei mir, obwohl ich den kranken Mann hatte. Der hatte inzwischen, war der im Rollstuhl, der war 7 Jahre im Rollstuhl. Und ich habe aber voll gearbeitet. Ich habe 23 Jahre in einer Firma als Löterin gearbeitet. Ach so, und dann kam noch das vierte Kind hier. Die Wiedervereinigung, die Begrüßung. Ja, 4 Kinder, der kranke Mann. Und ich bin nie zu Behörden gegangen, habe gebettelt. Ich habe immer gearbeitet, morgens um 4, egal was für Arbeit, putzen, nicht putzen. Und dann nachher habe ich die Firma bei uns gegenüber, da habe ich 23 Jahre als Löterin gearbeitet in der Firma. Und habe meine Familie sozusagen hochgebracht. Der Jüngste hat studiert, die sind alle was geworden, haben alle was gelernt. Vor allen Dingen sind anständige Menschen geworden. Mit Seele und mit Herz. Nicht so wie meine Mutter, so kaltblütig war das alles so. Ich weiß nicht, warum. Aber ich habe mich nachher gekümmert. Sie war nachher im Altenheim in Burbeck hier. Und ich habe jede Woche, die war auch jedes Wochenende bei uns zu Hause. Auch mein Mann, der hat sich rührend um sie gekümmert. Und trotzdem war es kein deutscher Mann.